Moin und herzlich willkommen bei Tierisch gut drauf. Eine neue Folge ist wieder am Start. Es wird wahrscheinlich die letzte sein für dieses Jahr. Ich hoffe, euch haben die letzten Videos alle gefallen. In diesem Video habe ich mich mal wieder aufgemacht und bin ein bisschen in der ostfriesischen Natur unterwegs. Ich bin hauptsächlich auf Feldern und Ländereien unterwegs und konnte wirklich einige Tiere wieder vor die Kamera bekommen, hauptsächlich Vögel. Ich habe eigentlich in erster Linie versucht, so ein paar Drosselarten zu filmen, also Wacholderdrosseln und Rotdrosseln, und habe dann auch tatsächlich einige coole Überraschungen auch filmen können. Bevor wir ins Video reinstarten, möchte ich euch gerne einen Kanal empfehlen, und zwar den Kanal von meinem YouTube-Kollegen Bernd. Der Kanal heißt Wildlife TV und Bernd präsentiert da hauptsächlich seine Fotos, die er macht. Er ist wirklich ein herausragender Tierfotograf und er macht halt nicht nur Fotos in Deutschland, sondern echt auf der ganzen Welt. Also ich habe Bilder gesehen, wo er zum Beispiel mit Geparden drauf ist oder anderen Wildtieren. Geiler Kanal. Schaut da auf jeden Fall mal rein und wenn ihr Bock habt, lasst gerne ein Abo da. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren. Ich gehe steil auf die 200 zu und ich kann jetzt nur sagen, danke, danke, danke für alle Leute, die ein Abo dagelassen haben, für alle Leute, die regelmäßig liken und vor allen Dingen für die Leute, die immer regelmäßig kommentieren, weil das hilft mir immer weiter. Da weiß ich genau, was gefällt den Leuten, was gefällt den Leuten vielleicht nicht, was kann ich vielleicht besser machen. Also, wenn ihr Bock habt, macht das gleich in diesem Video, lasst schön einen Daumen nach oben da und übt ein bisschen Kritik. Schreibt rein, was ihr wollt. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim neuen Video. Tierisch gut drauf. Ende November startete ich die erste Tour auf der Suche nach Wacholderdrosseln. Als erstes entdeckte ich eine Schar Kiebitze. Fast regungslos saßen sie auf dem Acker. Vielleicht war der Wind etwas zu stark, um zu fliegen. Viele Kiebitze überwintern bei uns im milden Ostfriesland. Auf dem Feld nebenan ruhte ein paar Nilgänse. Sie ist ein Neozoon und wurde aus Afrika als Ziervogel bei uns eingeschleppt. Etwas später entdeckte ich verschiedene Vögel auf einem Acker. Hier tummelten sich Sturmmöwen, Dohlen und Stare. Auch die Straßentaube suchte hier nach Nahrung. Sie ist ein Kulturfolger und ist eher aus unseren Städten bekannt. Mitten auf einem Feld stand ein Weißdorn im Wind. Seine roten Beeren locken die Wacholderdrosseln an. Ich konnte zwei Vögel entdecken, doch als der Schwarm wegflog, zeigte sich erst, dass wesentlich mehr Vögel in dem Busch saßen. Am 15.12.2020 ging es in den zweiten Drehtag. Ja, moin und herzlich willkommen zu Tierisch gut drauf. Das Ziel ist heute, mal Drosseln zu finden. Ich bin auf der Suche nach Wacholderdrosseln und Rotdrosseln. Und dazu muss ich erstmal geeignete Büsche finden. Geht hier in erster Linie um so Bärenbüsche, also Wacholder, Vogelbeeren, Hagebutten und sowas alles. Und ja, die suchen wir jetzt. Ich bin mal wieder beim ewigen Meer unterwegs und mal gucken, was wir so finden können. An einem Weg wurde ich fündig. Hier wuchsen Wildäpfel und Beeren. Nun fehlten nur noch die Vögel. Als erstes zeigte sich eine männliche Amsel. Auch Amseln gehören zur Familie der Drosseln. Die kleineren Buchfinken waren hier ebenfalls anzutreffen. Auf einem Baum verschaffte sich die Elster einen Überblick. Sie gehört zu den Rabenvögeln. Das ist übrigens meine erste Aufnahme des schönen Vogels auf diesem Kanal. Auch die Goldammer zeigte sich heute. Ihr Gefieder ist gelbbraun gefärbt. Sie ist ein typischer Wiesenbewohner und bleibt den Winter über hier. Am Wegesrand machte ich eine besondere Entdeckung, einen Grasfrosch. Normalerweise sollte er schon lange in Winterruhe sein, doch scheinbar ist es noch zu warm zum Schlafen.
Zwei Haussperlinge saßen auf einem Brombeerbusch. Bären gab es hier aber kaum noch zu holen. Hinter den Büschen hörte ich einen sehr bekannten Ruf. Durch das Astwerk erspähte ich auch den Vogel. Es war ein Fasanenhahn. Er rief laut und flatterte mit den Flügeln. Dabei verlor er so manche Feder. An den Stämmen der Bäume kletterte ein Gartenbaumläufer nach oben. Hier macht er Jagd auf Insekten, die er in der Rinde findet. Im Winter greift er aber auch gerne auf Samen zurück. Die Stare sammeln sich im Winter in großen Schwärmen. In Mitteleuropa sind sie Standvögel und fliegen nicht in den Süden. Nach einer guten Stunde tauchte endlich das Objekt meiner Begierde auf, die Rotdrossel. Dieser rostfarbene Vogel ist ein Wintergast bei uns. In kleineren Schwärmen suchen sie die Gegend nach Nahrung ab. Jetzt im Winter fressen sie vor allem Beeren. Aber auch auf dem Boden suchen sie nach Samen und Insekten. Ich muss jetzt erstmal Schluss machen für heute, denn wie ihr sehen könnt, zieht es gerade ziemlich zu. Und daher breche ich jetzt erstmal ab, bevor gleich hier der große Regenschauer anfängt. Aber ich muss sagen, es hat sich tatsächlich gelohnt. Und ich denke mal, dass ich hier auch wieder herkommen werde, um vielleicht noch ein paar bessere Aufnahmen zu machen. Aber der erste Schritt ist schon mal getan. Geile Sache. Am 20.12. versuchte ich nochmal mein Glück. Und der Tag begann spektakulär. Guckt euch das mal an, Leute. Wie geil ist das denn? Ich staunte nicht schlecht, als ich diese beiden majestätischen Vögel entdeckte. Die meisten Kraniche sind schon ins warme Spanien oder südliche Frankreich geflogen. Doch einige wenige Exemplare verbringen den Winter auch bei uns. Diese beiden Kraniche filmte ich auf einer Entfernung von etwa 200 Metern. Nach wenigen Minuten flogen beide weg und verschwanden hinter einer Baumreihe. Ich bin immer noch auf der Suche nach Rotdrosseln und Wacholderdrosseln. Und ich bin jetzt gerade auf der anderen Seite des ewigen Meers. Und da höre ich diese markanten Rufe. Kraniche. Und ich bin bestimmt eine halbe Stunde jetzt rumgelaufen und habe die Kraniche tatsächlich auch gefunden. Und gerade rechtzeitig, denn ich glaube, ich habe keine 2 Minuten gefilmt, da liefen Fußgänger relativ nah an den Kranichen vorbei und die sind natürlich wieder abgehauen. Also ich habe richtig Schwein gehabt, ansonsten hätte ich wohl keine Aufnahme hingekriegt. Aber so kann man einen Tag starten. Geil. Ja, so ein Erlebnis habe ich echt nicht alle Tage. Das war so gut. Ich bin extra früh aufgestanden mit den ersten Sonnenstrahlen. Das war so gegen 8:30. Habe mich fertig gemacht, bin direkt losgefahren und bin dann auf die andere Seite des ewigen Meers gefahren, weil ich dachte, vielleicht gibt es hier auch noch ein paar Drosseln, weil hier haben wir viele Felder, wie man hier sehen kann, und viele Bäume an den Seiten. Und dann hörte ich auf einmal diese markanten Kranichrufe. Und da bin ich dann natürlich hinterhergefahren und auch ein ganzes Stück gelaufen. Also ich bin bestimmt eine halbe Stunde gelaufen und irgendwann habe ich sie dann echt gesehen. Das waren 2 Stück. Die standen auf dem Land und ich habe sofort die Kamera drauf gehalten. Und das auch keine Minute zu spät, denn ich habe gerade angefangen zu filmen. Da kam von der gegenüberliegenden Seite ein Fußgänger mit Hund und ja, hat dann die Kraniche aufgescheucht. Aber total gut. Ich glaube, ich habe eine gute Minute Filmmaterial. Reicht mir erstmal. Sehr gut. Nur wenige Minuten später landete ein männlicher Turmfalke direkt vor meiner Nase. Freihand hielt ich schnell drauf. Danach konnte ich auch den berüchtigten Rüttelflug des Falken filmen. Diesmal mit Stativ. Ich konnte auch einige Angriffe beobachten, doch keiner davon verlief erfolgreich. Nach einer Weile ohne nennenswerte Beobachtung fand ich eine Truppe Wacholderdrosseln. Insgesamt waren es über 50 Tiere. Ich schlich mich langsam an die Tiere heran.
Doch auch hier wurde mein Vorhaben gestört. Leider habe ich weiterhin mega Pech. Ich weiß nicht, warum mich das ständig trifft. Ihr seht da hinten, da ist so ein ganz kleiner Weg. Wir haben jetzt hier noch diesen befestigten und da hinten geht halt so ein richtig matschiger Feldweg lang. Bin da ganz runtergelaufen und finde echt einen großen Schwarm Wacholderdrosseln und pirsch mich da Meter für Meter ran. Was passiert? Kommt von der anderen Seite eine Reiterin mit Pferd. Der ganze Schwarm weg. Ich kriege echt einen Hals mittlerweile. Also scheinbar gibt es in Ostfriesland kein Fleckchen Erde, wo nicht irgendein Fußgänger vorbeikommt. Egal wo ich bin, egal wie viel hunderte von Kilometern ich abseits der Zivilisation bin, irgendwo kommt immer irgendwie ein Fußgänger vorbei. Genug gejammert. Mir gelangen noch kurz darauf einige schöne Bilder eines Mäusebussards. Er hatte einen weißen Kopf und war sehr, sehr schön gezeichnet. Ein kleiner Teich war meine letzte Station des Tages. Hier konnte ich Schnatterenten, Stockenten und Graugänse beobachten. Die Schnatterenten sehe ich nicht so oft, daher habe ich mich sehr über die Begegnung gefreut. Sie schwammen im Teich und grasen anschließend auf der Weide. Der Tag hatte zwar Höhen und Tiefen, aber dennoch war ich sehr zufrieden mit meiner Ausbeute. Ja, das war's dann auch schon wieder. Das letzte Video für 2020 auf diesem Kanal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Däumchen nach oben da, kommentiert fleißig. Ich würde mich über jeden Kommentar freuen. Und wenn ihr richtig Bock habt, dann abonniert den Kanal doch einfach. Klickt einfach dazu hier so ein bisschen nach unten. Oder schaut euch gerne noch ein anderes Video an. Meinetwegen das Vogel-Weihnachtsvideo, was direkt hinter mir im Garten stattgefunden hat. Einfach hier nach oben klicken. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im neuen Jahr. Kommt gut rein und haut vor allen Dingen rein. Ciao.